Bei uns steht ein Drückjagdwochenende und wir sind guter Dinge, dass es erfolgreich wird. Wir haben gute Vorbereitung geleistet, hoffe ich. Ich hoffe, dass wir euch nicht enttäuschen. Ja, das Wetter spielt so lala mit, wir haben Nebel, aber wir sind tatsächlich guter Dinge, dass es erfolgreich wird, dass wir ein paar Schwarzkittel und auch anderes Wild auf die Strecke bringen. Und ich würde sagen, auf ein erfolgreiches Drückjagdwochenende. Weidmannsheim. Die kommt nochmal. Achtung, Sau! Hey, Sau! Sau nach vorne! Die hinterher. An die ganze Mannschaft ein herzliches Willkommen zu der Jagd, dies auch im Namen von Alexander und Maurice. Wir freuen uns, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid und wir hoffen auf einen schönen Jagdtag. Das Wetter wird ja halten, mindestens bis Mittag. Wenn wir dann am Schluss ein bisschen nass werden, dann ist das nicht so schlimm, wie wenn man morgens früh schon in nassen Klamotten am Stand steht. Wir jagen vornehmlich aufs Schwarzwild mit einer Gewichtsbeschränkung von 50 Kilo. Wir haben eine ganze Anzahl von stärkeren führenden Bachen, die sind zu schonen. Führende Bachen sind also absolut tabu. Wir wollen am Ende der Jagd keine führenden Bachen auf der Strecke liegen haben. Wenn einem Schützen ein Keiler vorkommt, den er ansprechen kann, ist er natürlich frei, auch wenn er mehr als 50 Kilo wiegt. Wenn ihr aber Zweifel habt, ob das Stück Schwarzwald, das euch anwechselt, nun ein Keiler ist oder eine Bache, dann lasst den Finger gerade, weil es ist dann ganz bestimmt eine Bache. Und bitte schießt keine gestreiften Frischlinge. Außerdem jagen wir auf weibliches Rehwild. Beim Rehwild bitte beachten, immer Geiß vor Kids und Kids vor Geiß, ja, man macht schon mal so ein Fauxpas. Und denkt bitte daran, nur auf Rehwild zu schießen, wenn alle vier Läufe auf dem Boden sind. Raubwild darf geschossen werden, aber der erste Schuss gilt dem Schwarzwild und nicht dem als ersten anwechselnden Fuchs. Wenn Rotwild, Muffelwild oder Dammwild vorkommt, dann schaut euch das an, freut euch des Anblicks und lasst den Finger gerade. Diese Wildarten sind nicht frei. Sollten am Ende des Treibens Hunde bei den Schützen sein, dann bringt bitte die Hunde mit. Die Hundeführer freuen sich, wenn sie nachher nicht den Wald absuchen müssen. Sicherheit geht auf jeden Fall vor Strecke. Und wir freuen uns, wenn wir uns heute Abend alle wieder gesund hier treffen. Kleining links, Hans. Links, rechts, genau. Die Anja steht ja auch in die Tour, weil sie hier, du hast eigentlich Gehege gern. Die Sauen liegen direkt hier, zwei Rotten. Das heißt, jetzt stellen wir eine Treiberin hier an die Straße, die Autos ein bisschen bremst, falls die Hunde rübergehen mit den Sauen. Sind die jagbaren Sauen, die Rotte, die ich kenne, 17 Stück. Und unten schauen wir dann nochmal, was so abgeht. Ich bin guter Dinge. Let's go.
Oder so schwer wird's. Wutz, oder? Wo ist er runter, da? Sau da hin! Sven! Geh schon hin. Doch, Sau! Dicker Keiler! Sau da vorne! Achtung, Sven! Keiler! Achtung! Dicker Keiler! Sau da vorne! Zwischenfazit, ja, die Sauen haben wir auf die Läufe gekriegt, die sind jetzt durch die Kette hier, wahrscheinlich da hinten über die Straße in den anderen Trieb oder halt in den Gegenhang, da müssen wir jetzt gleich gucken. Ich bin guter Dinge, dass ein paar liegen, also von 3 weiß ich auf jeden Fall, oder die habe ich gesehen, vielleicht sogar 4, 5, naja, schauen wir mal. Die müssen natürlich auch immer passend kommen. Hier sind sie vom Sven zum Beispiel durchgewechselt. Wenn die da an der Spitze durch die Straße gehen und umschlagen die Schützenkette, ist das halt so, ne? Naja, wir gehen jetzt weiter, haben noch ein Stückchen vor uns, dann schauen wir. 2 Rehe. Vor uns, vor uns, vor uns. Vor uns, direkt. Die hat Schuss, die hat Schuss. Liegt, liegt. Ja. Jetzt sind sie weg, da hinten laufen. Warte mal, hat der einen Schuss? Leute, was war jetzt gerade los? Alex, komm mal her. So Nahkampf hat man auch noch nie. Hier liegt einer und ein Frischling auf 5 Meter. Oder einen halben Meter, der andere auf 5. Hier, direkt am Rucksack. Der wäre fast gleich in die Öffnung reingekippt. Nee, es kam von Oberbacher mit Frischlingen. Dann habe ich den ersten B geschossen. Dann sind sie ja runter, dann habe ich noch einen geschossen und dann nochmal einen geschossen und vermutlich der erstbeschossene ist jetzt drüben im Gegenhang ganz, ganz langsam. Ich vermute, dass der krank war, aber der liegt jetzt auch. Im Endeffekt 3 Sauer beschossen und 3 Sauer liegen. Geisteskrank. Halt mal Zeit, Junge. Zum Filmer, ihr seht, die Bache kam mir so krank kam, über die. Das Problem ist, ich hatte ja die Kamera in der Hand und die kam hier vor mir aus dem Wechsel, auf dem Wechsel runter und ich hatte Angst, dass die mich oder uns umrennt und ich habe dann die auf Kamera genommen und ich habe auch die ganze Zeit gerufen, sau, sau, vor uns, vor uns, vor uns. Und da ist hier die gerade verendet und dann kamen die hier wirklich an uns vorbei. Crazy. Brutale Aufnahme. Brutal. Jetzt wird nachgeladen und dann geht's weiter. Boah, aber völlig aus dem Nichts. Völlig aus dem Nichts. Krass. Bleibt uns heil, ey. So Freunde, Tag 2 bei Copter Pro. Wir haben hier heute relativ schwierig gestanden. Wir stehen so auf einem Höhrigen, haben 2 Gräber links und rechts neben uns. Das heißt auf jeden Fall wieder Nahkampf, kann man echt sagen. Die müssen relativ nah kommen, dass wir auch Kugelfang haben. Der Leon, also Handerfieber, stand hier letztes Mal, konnte hier eine Rehstrecke, dem kam er die Sauer auch.
aber die haben ihn zu früh mitbekommen. Jetzt sind wir einfach mal gespannt, ob vielleicht der Jagdtag was mit sich bringt. Wir wünschen allen eine Schütze, weil man es heilt. Der Alex von Outside Hunter ist allen auf dem Stand mit Kamera. Wir sind mal gespannt, was der so vor die Büchse oder vor die Kamera kriegt. Warten wir es heilt. So, wir haben uns jetzt mit den Treiber hier versammelt und mit dem Hundeführer und gehen gleich los da unten in die Deckung rein. Ich bin da mal drüber geflogen, die Sauen sind anscheinend schon abgerückt, die wir da drin hatten. Können wir euch nochmal einblenden. Ja, ich bin guter Dinge, dass aber die anderen Sauen da jetzt reingehen. Und wir müssen sowieso den ganzen Beritt machen, deswegen spielt es keine Rolle. Ja, schauen wir mal. Ja? Auch eine Drohne ist keine Garantie dafür, dass man Erfolg hat. Wir schauen mal, bevor sich hier die Hunde jetzt fressen, gehen wir besser los. Komm! Hopp! Hopp, hopp! Hopp! Okay, Kugelfahren. Erster Anblick, Fuchs, aber kein Kugelfahren, aber es falle überall Schüsse jetzt. Aufmerksam bleiben. Dickere. Ja, aber da nein kann ich nicht schießen. Ich jetzt hoffe, dass sie da hoch bekommen. Sind zu weit in der Ecke. Dreh. Noch ein Dreh. Kiez. Ja, Freunde, ich glaube, heute haben wir einfach ein bisschen Pech. Erst kam vorhin unten Muffelwild. Dann gucke ich nach links, sehe ich eine einzelne Sau im Bestand. Dann hat sich das Haus voll durch Bache mit kleinen gestreiften Frischlingen. Jetzt kommt es hier wieder. Ja, dann ging die Rotte da oben im Bestand durch. Ich habe sie gesehen, hinterher noch 3, 4, so 10, 15 Kilo Frischlinge, die wäre auch zum Schießen gewesen. Also von der Größe, aber halt zu dicht im Bestand. Und jetzt hat es geknallt und geknallt und geknallt. Und jetzt hat uns der Hund gerade eine Ricke und eine Kitz gebracht. Aber ja, ihr habt es gesehen, leider war kein sauberer Schuss möglich. Jetzt geht's noch. 2 Stunden und der Hund klagt aber wieder Sau. Wir bleiben jetzt weiter konzentriert. Vielleicht kommt ja doch noch was hier vorbei. So, kurzes Zwischenfazit hier mit meiner GoPro. Jetzt haben wir ein paar Sauen hochgemacht. Vor uns ist eben noch ein Hirsch rüber hier. Jetzt gehen wir noch in den Busch. Und da vorne ist auch noch eine Dickung. Und dann laufen wir das Ganze nochmal zurück. Bis dato sind wir schon 2 Stunden in der Dickung. Und es knallt um uns drum. Von einer oder anderen Sauen habe ich schon gehört. Ich bin guter Dinge, dass wir heute ein paar auf der Strecke haben. Halt mal Zeit. Wir machen weiter. Hollywood! Achtung, Saue! Sau! Fein, Dicker! Wo ist er? Hollywood! Hollywood!
Die kommt nochmal. Achtung, Sau! Hey, Sau! Sau nach vorne! Sau nach hinten! Jetzt kamen zwei Überläufer, also 40 Kilo Schweine. Der zweite, erste habe ich durchgelassen, weil ich wollte wissen, vielleicht kommen Frischlinge. Keine Frischlinge, Schuss, Sau lag im Knall. Weidmanns Dank. Lade mal nochmal nach, weil eineinhalb Stunde geht's noch. Vielleicht kommt ja noch was. Aber die Sau kam jetzt echt traumhaft. Ich habe kurz Aufnahme geguckt, also 100% zwei Überläufer. Müsste sogar Überläufer Karlassil, aber Top-Schuss, ging knall runter. Ja, jetzt wieder konzentrieren und weitermachen. Weidmanns Heil, Johannes. Weidmanns Dank. Oh, Bob. Aha. Hopp! Also, jetzt sind sie angekommen. Wow! Ich lasse ihn noch wegen kommen. Wo ist sie jetzt? Ich bin mich unsichtbar. Direkt hinterm Baum. Hast du sie gut drauf gekriegt? Ja, ja, ja. Geil, jetzt kam gerade der kranke Frischling. Ich habe mir eine super Zeit gehabt, er kam direkt auf uns zu, konnte hier anstreichen. Und Schuss, von vorne drauf, liegt auch. Sau Nummer 2. Aber Zeit. Das läuft. So, Waffe wieder voll und schon wieder Hunde geläutet. So Leute, jetzt kam hier gerade, ihr habt es gesehen, eine einzelne Frischlingsspitze von uns zu. Da stand eine Deckungsspitze von vorne, aber da die Treiber in der Deckung sind, verbietet sich halt der Schuss in die Deckung auf jeden Fall. Und dann ist er leider nach links ab. Ich habe gedacht, ich komme da hier noch raus, aber das ist auch Jagd. Aber auf jeden Fall sind noch immer noch Sauer in der Deckung und müssen nochmal konzentriert bleiben. Gut, dass man die Handschuhe vergessen hat. Wow, wow. Fertig ist sie. Sau. Die kommt auch auf, die kommt auch auf, die kommt auf uns zu. Scheiße. Doch, ganz da links, 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 da links. Der hat schon so. Das liegt. Ja, schlägen. Ja!
jetzt kam noch eine Sau unten hoch. Jetzt darf ich hier die Position ein wenig verändern und bin mir ein wenig runter, dass ich mehr Kugel gefangen habe. Und dann gab er richtig Gas. Handbreit vor, kalte Sau gegen den Knall runter. Aber Teil, Johannes. Bei uns, danke. Teamarbeit vom Feinsten, perfekt ankündigt vom Hund. Schweine, Schweine, ganz viele Schweine da oben durch. Kann nicht schießen. Ganze Rolle. Der obere Renner Treiber. Ja, Leute, jetzt überschlagen sich gerade die Ereignisse. Hundegeläut, eine Bache, ich vermute so 30, 40 Kilo und so 10, 15 Kilo Frischlinge. Volle Weg wieder ins Treiber vor. Ich denke, jetzt da fallen gleich mal Schüsse. Unten geht noch ein Hund. Sind jetzt aber gerade 10 Hunde hinterher. Das war der Anblick, war es echt cool jetzt. Wahnsinn. Schmeckt's? Damit es nicht kalt wird. Leute, es läuft richtig gut heute. Ich bin super zufrieden. Johannes macht einen super Job heute vor der Kamera. Einwandfrei. Halbe Stunde geht's noch, aber es ist jetzt langsam auch relativ kalt, deswegen ein bisschen aufwärmen. Trotz allem aufmerksam bleiben, noch eine halbe Stunde und dann schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, was da später alles auf der Strecke liegt. Bis nachher. Sau. Doch, ohne Witz. Bache. Spaß, ist nur ein Hund. Kapitale. So Leute, Jagd vorbei. Ich nehme jetzt mal Bergeseile mit, weil ja, zwei sehen wir liegen. Eine liegt da auch, aber ich nehme jetzt die Waffe immer noch geladen mit. Pünktlich zum Ende des Treibens fängt es auch an zu regnen. Dann nehmen wir noch ein Bändel mit, weil die eine war ja krank, dass der Nachsucheführer weiß, hier kam die Sau zur Strecke. Mit Hülse versorgen wir noch schnell. So, jetzt gehen wir. Drei nach zu der Erstbeschossene. Können wir schauen. Keiler. Perfekter Überläuferkeiler. Ging im Knall 100, super Schuss. Den lassen wir jetzt kurz liegen. Jetzt gehen wir zu der kranken Sau. Also Freunde, die Sau hat einen Streifschuss. Und unser Schuss ist vorne. Also. Ja, die echte Streifschuss. Das wäre richtig schwierige Nachsuche. Vermutlich schwierige Nachsuche, weil sie auf allen vier Läufe noch mobil ist. Die kam hier der Wechsel an. Dann konnte ich ja eben vorne einen guten Schuss antragen. Ja, jetzt hätte Pächter gesagt, mir solle ihr der rechte. Rechte Teller. Also die andere Seite. Abschneiden. Vielleicht kurz zur Erklärung, Leute, der rechte Teller bleibt jetzt hier am Anschuss. Mit Markierband wird er jetzt hier festgemacht, dass wenn später hier ein Hundeführer eine Nachsuche hat und hier vorbeikommt, dass er dann sofort sieht, okay, hier kam ein Stück zur Strecke und die Nachsuche dann hier beendet werden kann. So, Waffe können wir entladen. Auch der schnelle Frischling liegt. Perfekt. Perfekt. Super Blattschuss. Jetzt heißt es Stücke zusammenziehen und dann machen wir gleich, wenn wir alles zusammenzogen, dann sehen wir uns. Weidmanns Heil, Johannes. Weidmanns Dank. So Freunde, Jagd vorbei. Drückjagd des Jahres bei Copter Pro Tag 2. Was soll ich sagen? Am ersten Tag war es schon genial mit drei Frischlingen. Heute Überläuferkeiler und zwei Frischlinge.
fehlen einem eigentlich ein bisschen die Worte. Wir hatten einen Wahnsinnsanlauf heute. Wir haben Muffel noch kurz gesehen. Ich hoffe, die sieht man auf Kamera, aber ich denke, das sollte passen. Dann hatten wir ein Flugreh noch vor. Und dann war zwischendurch die Motivation mal ein bisschen im Keller, als dann wirklich einfach mal ruhig wurde. Bei uns und um uns rum hat es überall geschossen. Und dann hat es aber tatsächlich dann am Schluss die letzte anderthalb Stunden waren bei uns noch mal, ja, Action pur. Und wir sind absolut dankbar, so einen schönen Tag hier erleben zu dürfen. Jetzt geht's ans Bergen. Wir müssen die Stücke noch 150 Meter bergaufwärts ziehen. Da haben wir gleich noch ein bisschen was zu tun. Und dann sehen wir uns nachher am Streckenplatz wieder. Ja, ich denke, wir stehen vor einer super Strecke. Wir haben nur passende Sauen dabei. Wir haben einen Widder dabei, den die Hunde gestellt haben. Also disziplinierter Jagen als das, was wir hier vorfinden, glaube ich, gibt es sehr wenig. Also muss ich wirklich sagen. Dafür, also meine Worte waren gestern anscheinend sehr, sehr deutlich. Habt ihr euch sehr gut dran gehalten, finde ich richtig gut. Es ist keiner verletzt, wir stehen alle wieder hier, es sind keine Hunde verletzt. Das freut mich auch ungemein. Ja, in erster Linie wollen wir uns mal bedanken bei allen, die hiermit geholfen haben. Natürlich ein Lob an die Frauen, die uns hier den Tag versüßt haben, sage ich jetzt mal, mit Essen, mit Würstchen. Natürlich auch danke an unseren Grillmeister Achim. Ein großes Dank an alle Hundeführer, an alle Hundemeuten, die da waren und an alle Treiber und natürlich an alle Schützen, die hier ordentlich geschossen haben. Und der größte Dank den Bläsern heute, die heute Morgen schon das Jagdhorn gespielt haben und jetzt auch die Strecke verblasen werden. Also finde ich immer toll, dass wir noch ein paar Leute haben. Wir sind ja noch in Übung, Maurice. Ja, ich denke, Maurice will auch noch ein paar Worte sagen. Ja, also vom Wetter hat es ja heute ganz gut geklappt. Ja, um 14 Uhr hat es angefangen zu regnen. Ich kann mich dem Alex oder dem Udo, glaube ich, wir sprechen da, glaube ich, eine Sprache, nur anschließen. Wir sind überaus froh, dass die großen Bachen oder allgemein die Bachen weiterhin bei uns im Revier noch rumlaufen. Ihr seht das. Wir haben ein paar größere Schweine da, die passen aber alle perfekt in die Freigabe und sonst, wie wir es wollten, nur passende Frischlinge, die auch wirklich für eine Drückjagd gut geschossen worden sind. Davon bedanke ich mich ganz besonders bei den Schützen. Ihr habt euch jetzt sehr konzentriert, habt sehr aufgepasst. Ja, und dann mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Der Alex hatte vorher schon alles gesagt.